Oh, warte, Musik aus. Jetzt kriegt man Ärger mit GEMA, oder? Ja, krieg ich auf die Fresse. Guten Morgen! Es ist noch ganz früh. 8.30 Uhr. Ja, wenn wir frei haben, stehen wir nicht so früh auf. Nein. Und wir machen uns jetzt auf den Weg ins Tripsdrill, beziehungsweise in den Tripsdrill. Ich überlege die ganze Zeit, ob das, es der, die das Tripsdrill heißt. Den. Ja. Heute wird es richtig heiß, 38 Grad und wir hoffen, wir können viel Wasserbahn fahren. Freust du dich schon? Yay! Wupp, 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 wupp. So, ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich. Ferien sind. Also heute ist bei uns ja in Baden-Württemberg der erste Tag der Sommerferien, aber es geht total von Wartezeiten. Also wir haben, glaube ich, nie länger als 10 Minuten bisher gewartet, auch bei den großen Attraktionen wie Mammut und Karacho. Also lohnt sich echt, gell? Lohnt sich. Ja, ist gut organisiert.
die Kleebronner. Im Schwabenland ist man gut organisiert. Ich muss die gleich sauber machen. Hast du gute Laune? Ja. Nein. Richtig cool. Wir sind die ganzen schlimmen Sachen, Anführungszeichen, am Anfang gefahren. Also Mammut, Karacho, die ganzen Achterbahnen. Und der Witz war jetzt gerade eben, sind wir so rotierende Suppentassen gefahren. Ich glaube Blumenkohlsuppe oder so. Und es hat mir voll den Rest gegeben. Jetzt ist mir schlecht. Jetzt muss ich kotzen. Ich glaube, ich trinke jetzt eine Cola. Die ganzen Sachen mit Adrenalin haben gar nichts ausgemacht. Und jetzt kommen die Umi-Sachen und dann wird es mir schlecht. So. Wir sind jetzt schon wieder im Auto beim Zurückfahren. Es war cool. Ja, es war richtig also cool. Im Sinne von gut, aber uncool im Sinne von es war super heiß. Ja, richtig anstrengend. Also wir sind wirklich fertig für heute und auch körperlich total fertig. Es war wirklich heiß, aber richtig cool. Man musste echt nirgends, also wirklich länger als eine Viertelstunde haben wir nirgends gewartet. Ja. Und manche Sachen, wir sind das Rafting, sind wir am Schluss. 3 oder 4 Mal hintereinander gefahren. Wir sind einfach drin sitzen geblieben. Es war sehr cool, die haben uns nicht rausgeschmissen oder so. Ich weiß nicht, ob man das darf. Wenn man es nicht dürfte, hätte ja. Der Mann schon was gesagt. Nicht, dass er Ärger bekommt. Bestimmt nicht. Ja. Wir haben uns gerade noch unser cooles Glas geholt. Voll nett, weil man kriegt ja, wenn man die Eintrittskarte hat, also man darf ins Trips Drill und in den Tierpark mit der Eintrittskarte rein und kriegt kostenlos nämlich ein Wein oder ein Kinderglas. Wir haben das Kinderglas bekommen für Pool. Haben wir gefragt, ob wir Kinderglas bekommen. Anstatt Weinglas haben wir ein Kinderglas bekommen. Sehr freundlich, die Mitarbeiter, muss man sagen. Ja. Richtig cooler Tag, also hat sich echt total gelohnt. Wie gesagt, auch in den Ferien, weil es jetzt wirklich nicht... Also es war voll, aber die haben es gut durchlaufen lassen. Gell? Ja. Also war viel los. Am Anfang haben wir gedacht, oh Gott, so viel los. Aber es war echt mega. Es verteilt sich. Der Park ist mittlerweile sehr groß. Sorry, da ist immer wieder die Ansage vom Navi. Ja. Also der Park ist mittlerweile sehr groß. Man merkt schon noch, was der alte Teil vom Park ist und was der neue mit den neuen Attraktionen. Aber dadurch, dass die Fläche sich jetzt wirklich fast verdoppelt hat, verläuft sich auch alles sehr gut. War richtig schön. Und ja, ich glaube, jetzt gehen wir nur noch nach Heim. Nach Heim. Hause, legen die Füße hoch und machen nachher auch. Ja. Und ja. Könnt mir noch ein bisschen Füße massieren? Nein. Oh, ich kann nicht mal die Kamera mehr halten, man merkt es. Von dem her würde ich sagen, wir machen Schluss für heute. Das war's dann auch. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Reise. Bis dann. Tschüss. The best piece of
advice I have for someone trying to succeed in the film industry or any creative space is, if you're doing what everyone else is doing, you're doing it wrong.